Die Archimede Pilot 42 in Bronze habe ich euch vorgestellt. Heute gibt es ein Update dazu, um zu zeigen, wie die Bronze aussieht, wenn sie altert. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Als ich die Archimede Pilot 42 in Bronze vorgestellt habe, habe ich etliche Fragen bekommen über Foren, über Facebook als Kommentare unter meinem Video, wie sich denn die Bronze verhält, wenn sie altert. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, über einen Sammlerfreund eine alte und gealterte Bronze Pilot 42 zu bekommen. Was ich im Detail machen werde, ist, ich werde euch das alte Video, zumindest Teile des alten Videos, zeigen und als Splitscreen die gleiche Szene mit der gealterten Uhr mit Patina. Ich würde mich wirklich freuen, zu hören und zu lesen, wie ihr das seht, was ihr davon haltet. Und los geht's. Im rechten Fenster seht ihr die neue Uhr ohne die Patina und im linken Fenster seht ihr die gebrauchte Uhr mit der entsprechenden Patina auf der Bronzeoberfläche. Beide Uhren haben 42 mm im Durchmesser und sind ein identisches Modell. Die Patina könnt ihr an der Seitenflanke besonders gut sehen, das zeige ich euch gleich aber noch einmal genauer. Wie gesagt, 42 mm im Durchmesser und an der Seitenflanke könnt ihr sehr schön sehen, wie sich das Material verändert. Im rechten Bild bei der neuen Uhr ist es ein beinahe goldiger Ton, sehr glänzend, und in der gealterten Uhr auf der linken Seite ist es ein dunklerer Ton, nicht mehr ganz so glänzend, und zwischen den Hörnern ist es sehr auffällig. Dort ist auch etwas Grünspann zu sehen. Das Gute ist, alles das lässt sich durch eine sanfte Politur entfernen und die Bronze lässt sich in den Ausgangszustand zurückversetzen. Allerdings wird durch Oxidation mit Sauerstoff über Zeit das Material wieder diesen patinierten Ton annehmen. Es ist also ein wiederkehrender Prozess. Es gibt Bronzelegierungen und es gibt bestimmte Schütze für Bronze, die das verhindern. Hier kann man übrigens den Grünspann oben in der Ecke sehr deutlich erkennen. Aber das ist für vielen Liebhabern gewünscht, dass Bronze entsprechend altert und die Uhren dieses gealterte Aussehen annehmen. Noch einmal zwischen den Hörnern sieht man sehr deutlich, etwas fleckig auf der linken Seite, auf der rechten Seite noch beinahe unversehrt, aber auch dort zeigen sich schon einzelne kleinere Spuren der Bronzealterung. Die Lünette ist nicht ganz so stark betroffen wie der Bereich an den Hörnern, dort wo Sauerstoff und Schweiß die Oxidation vorantreiben können, ohne dass über Haut oder Stoff entsprechend eine natürliche Politur stattfinden kann. Im Bereich der Krone, wo man über das Metall drüber reibt beim Aufziehen oder Stellen der Zeit, ist diese Erscheinung so gut wie wegpoliert. Ihr könnt sehen, dass auch die Lünette an den Kanten, wo schon mal Stoff drüber reibt, nicht so deutlich von dem Bronzealterungsprozess betroffen ist. Ja, ich hoffe sehr, euch hat diese Art des Videos gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, empfehlt dieses Video, teilt es mit Freunden und Bekannten. So könnt ihr mich unterstützen und ich kann euch auch in Zukunft interessante Uhren und interessante Videos zeigen. Ich habe noch einiges, was kommen wird. Ich freue mich drauf. Vielleicht freut ihr euch auch drauf und schaut sie euch an. Bis dahin, tschüss, euer Axel.